Moin und herzlich willkommen zu einem Reingeschaut und Angezockt. Das letzte Mal haben wir ja auf dem Mars angefangen, Steine zu sammeln und die Folge etwas überzogen. Daher wird die Folge dann kürzer ausfallen. Nein, natürlich nicht. Nein, nein, wir machen es ganz normal. Also kürzer als die Folge davor, schon klar, aber nicht das. Nein, also. Ihr wisst, was ich meine. Ich würde sagen, nicht. Ja, er quatscht schon wieder komisches Zeug. Wir machen es. Machen wir weiter. Guti, so, ich war hier nicht noch ein Stein. War hier noch eigentlich ein Siliziumstein? Ja, da. Komme ich da hin? Komme ich da hin? Nein, komme ich nicht hin. Da müssen wir einmal zurücksetzen. Auf welcher Seite war der denn überhaupt? Seht ihr da was? Jo, da ist er. Oh, da ist ja noch alles voll. Und diesmal ein bisschen mehr auf die Zeit achten. Mal gucken. Ein bisschen mehr auf die Zeit achten. So. Ja, einen habe ich. Es muss doch hier, weil Energie, Sauerstoff, Batterie. Ach, hier, schaut mal. Unten links. Angehängter Sattelschlepper, Laderaum. Sattelschlepper, Steuerung. Ah, okay. Ja, das ist schon cool. Ich weiß, man kann nämlich nach auch noch einen anderen Aufsatz dafür kriegen. Okay, das war nix. Ja, den habe ich. Da kriegen wir den. Ja, die Steine bringen hier natürlich gar nichts, ne? Also, hey. Hab dich. Hab dich. So, ich glaube, hier, da ist noch einer. Ja. Ich hoffe, der füllt sich auch. So. Okay. Aber wir müssen noch ein bisschen mehr abfarmen. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal los. Ja, wir gucken mal, ob wir unsere Kiste aufgeladen kriegen, oder? Ja, wir brauchen eigentlich nur Steine. Okay, haben wir hier noch irgendwo was? Wir brauchen eigentlich noch alles. Da kommt. Fahren wir hier mal hin. Ich. Achso, war die das Kameralicht aus? Ja, der Kran. Kranlampe ist aus. Na gut. Okay, wie sieht es denn bei uns aus? Was ist das denn? Wieso haben wir schon wieder keinen Sauerstoff? Ich hab doch erstmal was voll gemacht gehabt, oder? Oxygen set. Suit. Anzug O2 ist ziemlich mies. Verstehe ich jetzt nicht. Ich habe den noch erst. Entschuldigung. Aluminium. Ja, nehmen wir mal mit, ne? Nein. Alles nur so kleine Brocken. Sehen wir, was ist denn da drin? Eisen.
Eisen können wir auch gebrauchen. So schön abbauen hier, den ganzen Krakabatz. Da, wir stemmen uns. Na, ich bin mal gespannt, wo wir hier noch landen werden. Ich schätze das Ding. Bereit zum Laden. Immer das leidige Thema. Ne? Oh, da ist noch was drin. So, müssen wir noch was zerklappeln? Da. Brauchen wir natürlich auch noch Silizium. Bereit zum Laden. Okay, wo steht denn unser... Können wir mal gucken, ob wir... Wasser... Außer Reichweite. Was ist das hier? Auch nochmal Eisen. Okay, Silizium wäre natürlich schön. Das war ja Aluminium, ne? Eisen. Oxygen set. Also ich glaube, wir holen jetzt da vorne den... dieses ganze Eisenzeugs. Und... So, dann... müssen wir erstmal den Rover laden. So, das können wir mit E machen. Das ist schon mal... Erst finde ich eine coole Lösung. Dieses automatische Laden, ne? Also das finde ich schon cool. Position bringen, ja, ist doch mega. Ups. Nur in Position fahren und dann passt das schon. Ah, ja. Und wenn ihr jetzt mal unten rechts, da wo ja beenden Sie die Mission steht, da ist ja die Kapazität, da wird auch angezeigt, wie voll unsere Gurke ist hier. Das ist natürlich cool. Ich meine, das ist natürlich bei jedem Spiel klar, ne? Wenn wir Aufbauspiele haben oder so, dann müsst ihr natürlich hier Ressourcen sammeln, farmen. Das bleibt nicht aus. Hier in der Demo ist natürlich klar, das hält sich alles noch in Grenzen. Von den Materialien, von der Masse her. Hier haben wir ja auch schon ein Stück. Mir wäre es lieber gewesen, man hätte noch gar nichts gehabt, aber... Aber wir schauen mal. Ich weiß auch nicht... Dehydration detected. Okay. Junge, der Junge hat hier auch echt Kohldampf, ne? Muss ich dabei sogar aufstehen oder komme ich so rein? Ich muss aufstehen. Also einmal Wasser und immer mal zweimal Nahrung. Wartet mal, ich muss einmal kurz auf die... Ja, okay, Batterie ist okay. Krankamera. Machen wir weiter hier. Ich bin mal gespannt.
Kühlschrank. Wir müssen unbedingt Solarzellen bauen, dass wir Strom. Strom ist wie immer das A und O. Naja. Ja, das bringt uns doch schon mal eine ganze Ecke weiter. Ist natürlich nur kein Silizium, ist Eisen, ne? Oder wie war das? Außerdem müssen wir unseren Karren hier auch mit Sauerstoff befüllen. Na, wir machen es schon. Wir machen es schon. Ja, also sollten wir hier in dem Tutorial sterben, starten wir neu, aber ich denke, dann fangen wir mit dem richtigen an. Also, ich meine, gibt es hier überhaupt ein richtiges oder geht es nur über das Tutorial? Das ist natürlich auch eine Frage, ne? Aber sollte es halt ein normales Demo-Spiel geben, dann überspringen wir die Tutorial-Geschichte hier. So. Komm, wir nehmen den Kleinen auch mit, das Silizium. Okay, das war nicht der Kleine. Aber ich weiß, dass wir dich kriegen können. Zwar nur manuell, aber egal. So, kriege ich noch einen? So, ich guck mal, was passiert, wenn wir voll sind. Ich muss noch mal sehen, ob wir noch hier einen Stein bekommen. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir voll sind. Die Frage, sind wir schon voll? Ja, ja, jetzt sind wir voll. Ihr seht, er glitscht. Okay. Kamera hinten. Oh, er glitscht. Er glitscht, ich muss hier wegfahren. Oh Leute, das war nicht gut. Das sollten wir das nächste Mal unterlassen. Oha, wo hängen wir denn? Mal auf, ja, ich probiere mal was aus. Wir hatten doch so einen Haken. Kann man vielleicht... Ich habe doch hier noch eine... Können wir nicht... Vielleicht kriegen wir ja... Kriege ich den wieder rausgezogen? Nee. Schande. Ah, doch, guck mal. Eigentlich? Ich kriege ihn nicht. Ich versuche ihn mal manuell zu schnappen. Nee. Ich bekomme ihn nicht. Ich bekomme ihn nicht. Ärgerlich. Okay, ich versuch's nochmal. Na, sind wir frei? Sind wir frei? Er will auch nicht raus, ne? Wartet mal, mal sehen, vielleicht können wir Dinge tun. Hier, wir haben noch ein Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus.
Was ist denn der Verstärkungsträger? Ach so, das ist der. Ja, ist das ärgerlich? Hm. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Jetzt mit dem Haken anbringen ist ja ganz nett, aber gibt es auch einen Haken abmachen? Oh, wir sind frei, glaube ich, oder? Jo, wir sind frei. Also, Leute. Immer schön aufpassen. Nicht überladen, das kann böse nach hinten losgehen. So, jetzt müssen wir erstmal Gas geben. Einmal abladen und uns dann aufladen. Nochmal Blick auf die Zeit. Ja, okay. So. Ja, aber ihr habt schon gesehen in der letzten Folge, dass ich das Spiel echt klasse finde. Und wenn man erstmal so drin ist, dann vergisst man halt die Zeit. Ne? Ah, seht mal, da hinten ist noch ein Container. Ich glaube, da könnte man so die kleinen Steine reinschmeißen. Ja, das ist cool. Okay, die Gurke 40 echt. Einmal entladen. Ah, mega. Sehr schön. Einmal rein in die gute Stube. Dann mal sehen, was wir so bauen können. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir können auch ein bisschen... Ja, das sieht man auch, wenn das aus... raus ist eigentlich. Ach da, steht es ja. Entladung im Gange. Sehen, dass wir unseren Rover geladen bekommen. Es wäre ja schön, wenn wir dafür eine extra Batterie hätten, die sie auflädt, aber wir brauchen, wie gesagt, erstmal noch Strom. Ein paar Solarzellen. So, bleib mal hier stehen, Kumpel. Oxygen set. Suit. Okay, wir nehmen hier nochmal unsere letzte Sauerstoffgeschichte mit. Ich muss ja sagen, ich blicke hier auch nicht so ganz, noch nicht so ganz durch. So, das ist das Oxygen Gebäude. Low. Ja, ja, schon klar. So, Batteriepackung ist bei 40. Ja, klar, die Sonne, ne? Wir brauchen mehr Kapazität. So, du schaufelst das da doch rein, ne? Eingabe von dem. Da gibt es ja noch nichts. Habe ich hier noch? Da habe ich noch. Dann schauen wir mal. Achso. Ich glaube, auf der 6 war das, ne? Passt mal auf. Das Kabel da mal rein. Licht an. Und dann müsste es hier noch einen Stecker geben. Irgendwo war hier doch ein... Wobei hier ein Stecker, wo wir die Gurke laden können. Ah ja, da haben wir schon mal einen Stecker. So. Das ist Sauerstoff hier, ne? Sauerstoff, genau.
Den müssen wir auch mal befüllen. Okay, wir lassen den erstmal durchtingeln. Dann gehen wir mal rein und schauen mal, wie das drin mit dem Sauerstoff aussieht. Oxygen low. Ja, wissen wir, wissen wir, wissen wir. Oxygen set. External. Auch hier finden wir ja auch noch nichts. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was? Ich weiß, ich habe echt lange gebraucht. Das ist der CO2-Wäscher. Sauerstoffproduktion. 11,38 Liter pro Stunde. Temperatur. Sauerstoffflasche füllen. So, starten. Ich kann euch nicht sagen, ob das jetzt alles so richtig ist, was ich hier tue. Ich drehe einfach. Oxygen depleted. Niedriger Sauerstoff. Ja, das ist schön. Ich soll mich jetzt auch noch ausruhen. Und ich habe hier noch nicht mal... Okay, das geht jetzt schon nicht mehr. Ich habe wieder überall dran rumgedrückt und nichts funktioniert. So, ich müsste dann hier auf Halt bestimmt drücken. Jetzt kann ich wieder alles drehen, oder? Hm. Warte mal, starte Sauerstoff. So. Schlafanzug, ich muss mich ausruhen. Okay. -17 Grad hier drin, ernsthaft? Ja, wir haben hier zu wenig Strom, ne? Lass mich nochmal gucken. Ich blick das noch nicht so ganz. Also Wasser haben wir genug. Was ist das? Das ist Energie und Energie ist nicht gut. Also wir gehen jetzt nochmal schlafen. Und nach dem Schlafen haben wir genau. Gehen wir erstmal Wasser trinken. So, okay. Wir sind aufgeladen. Nahrung hole ich mir gleich aus der Dings. Aus dem Schlafzimmer. Alleine? Achso, ich muss das von außen machen. Hey. Hä? Ach, geh von alleine zu. Okay. Hier haben wir noch Nahrung. Achso, ich muss das festhalten. Ach, Herrgott. So, jetzt haben wir es. So, dann schlafen wir ja nochmal. Wie spät haben wir das? 22 Uhr. Schlafen wir bis 6 Uhr. Ja, schwierig, ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Na gut, Leute, bevor ich hier wieder überziehe, würde ich sagen, wir machen hier Schluss. Schmeiß nochmal einen Blick raus dem Fenster. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir der Sache auf den Grund gehen, wie das hier mit dem, dass wir unsere Basis hier mit Strom versorgen können. Wow. Na, machen wir. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Schönen Dank fürs Zusehen. Euer Maruk. Mach's gut.